Schätzeken, anscheinend denkst du so viel ans Essen, es war eine Lasagne. Ja, das schon mal zuerst. Und zweitens bist du direkt wie eine Furie auf mich los. Aber ich muss ja wirklich zugestehen, da ich an dem Tag richtig gereizt war, habe ich sie natürlich richtig provoziert. Richtig provoziert? Was haben Sie getan? Na, ich habe mich voll auf ihre blöde Eifersucht eingelassen und habe sie dann noch mehr provoziert. Ich habe zu ihr gesagt, ich brauche dir deinen Mann nicht wegnehmen. Der gehört mir ja quasi schon. Oder warum glaubst du, verbringt Rainer so viel Zeit mit mir? Aber ich schwöre Ihnen, Herr Richter, das war nicht die Wahrheit. Das war nur, um Sie zu provozieren. Ja, entscheidend ist aber, dass Frau Lechner Ihnen geglaubt hat, dass Sie bereits eine Affäre mit Ihrem Mann hatten. Als ob ich das geglaubt hätte, das steht überhaupt nicht auf dem Und wie sie das geglaubt hat, ich schwöre es Ihnen, die ist abgegangen, die ist ausgeflippt. Das war Wahnsinn. Die lag in ihrem Bett und war dann verzweifelt, was am Suchen, was sie nach mir schmeißen kann. Ich meine, die hat ja alles an ihrem Bett, ne? Laptop, Telefon, sogar einen Kühlschrank und eine kleine Mikrowelle. Und im Kühlschrank ist auch immer schön Fastfood und Trinken, damit Madame auch immer schön essen kann. Sei froh, dass ich nur eine Lasagne geschmissen habe. Und dann stand da diese dampfende, fettige Lasagne. Und die hat sie dann an mir geschmissen. Jetzt gehen Sie ja auch für die Lechners einkaufen. Waren Sie da am Tatnachmittag auch einkaufen? Ja, am Nachmittag habe ich noch ein paar Sachen rübergebracht. Haben Sie auch Bier gekauft für den Lechner? Ja. Und was haben Sie da mit den Bierflaschen gemacht? Ich habe sie in eine Speisekammer gestellt, bis natürlich auf eine. Weil wenn Rainer abends nach Hause kommt, trinkt er als allererstes gern gekühltes Bier. Und deswegen habe ich direkt eine reingestellt. Aber bevor Sie diese Flasche da wieder in den Kühlschrank gestellt haben, haben Sie sie vorsichtig geöffnet und diese Bierflasche mit dem Medikamentencocktail versetzt, dann wieder vorsichtig verschlossen und in den Kühlschrank gestellt. Das ist doch solch ein Blödsinn. Woher soll ich denn die Medikamente haben? Und vor allem, woher soll ich wissen, wie man irgendwas da zusammenbraut? Hallo, ich habe da keine Ahnung von. Ich bin Bürokauffrau. Ich bitte Sie, Sie hatten doch den Schlüssel zu Lechners. Genau. Da hatten Sie doch alle Möglichkeiten, alle Zeit der Welt, den richtigen Moment abzupassen und ganz heimlich die Medikamente meiner Mandantin zu stehlen und zu sammeln, damit da ein schöner Medikamentencocktail mit der Zeit raus wird. Und wie Sie den dann richtig zusammenmixen, das haben Sie dann auch noch hübsch auf dem Computer meiner Mandantin sich im Internet angesehen. Dann erklären Sie mir doch mal bitte, wann genau dieser passende Moment gewesen sein soll. Die Medikamente sind immer bei Marlies im Zimmer, genauso wie Ihr Laptop. Wann soll ich denn da reingeschlichen sein, mir irgendwelche Medikamente genommen haben, zusammengebraut, irgendwas aus dem Laptop rausgerissen, gesucht haben, ohne dass sie irgendwas mitbekommen? Sie kann sie ja nicht weg. Das geht doch gar nicht. Sie mussten doch nur ganz einfach warten, bis meine Mandantin schläft. Oh. Sie wussten doch, dass meine Mandantin starke Schlafmittel nimmt. Genau. Da hatten Sie doch alle Zeit der Welt, in der Nacht sich unbemerkt da frei zu bedienen. Das habe ich aber nicht getan. Waren Sie jemals nachts in der Wohnung? Nein, ganz sicher nicht. Ich meine, nur, wenn mich Rainer darum gebeten hat, so wie jetzt letztens, als sie in dieser Klinik war. Da haben wir auch abends viel Zeit miteinander verbracht. Ach ja, was habt ihr denn gemacht? All das, was er mit dir schon lange nicht mehr machen konnte. Und glaube mir, Marlies, dein Rainer, der ist mal wieder so richtig aufgeblüht. Sag mal, hast du immer noch Kontakt mit dir, obwohl du weißt, ich hab dir gesagt, dass sie dich versucht hat zu morden? Hallo, ich habe nichts getan. Bitte, jetzt beruhigt euch mal beide wieder. Es bringt niemandem was, wenn ihr euch hier gegenseitig die Köpfe einschlagt. Noch weitere Fragen? Keine Fragen. Bleiben Sie unfeilig, danke. Nehmen Sie bitte hin Platz, dann sprechen wir mal mit dem Pfleger der Angeklagten. Tino Fuchs, bitte. Guten Tag, Herr Fuchs. Guten Tag. Nehmen Sie einfach hier Platz. Auch an Sie wie an alle anderen die Belehrung. Als Zeuge müsst ihr die Wahrheit sagen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Vorsorglich auch bei Ihnen, 55 StPO. Ja. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. Sie heißen Tino Fuchs, 38 Jahre alt. Sie wohnen in Potsdam. Sie sind ledig, Krankenpfleger. Verwandt, verschwägert sind Sie nicht mit angeklagt. Nee, aber ich war natürlich einige Monate bei Frau Lechner zur Pflege. Mhm. Also täglich ein paar Stunden, bis sie die Polizei geholt hat. Ja, waren Sie als Pfleger auch für die Medikamente von Frau Lechner zuständig? Teilweise. Also das Ganze war so, Ihr Arzt hatte die Medikamente verschrieben und ich habe sie in der Apotheke besorgt und dafür gesorgt, dass sie die richtige Dosierung bekommt. Und wie genau haben Sie das gemacht? Gibt es diese Plastikschachteln und davon habe ich eine morgens angefüllt mit ihren Medikamenten. Ach so, das sind die mit diesen einzelnen Kammern für morgens mittags, abends. Genau. Okay. Und die habe ich ihr ins Bett gestellt und abends wieder weggestellt. Das heißt aber doch, dass die ganze komplette Medikamentenschachtel nie in ihrer Reichweite war, oder wie? Nee, nein, war nie in ihrer Reichweite. Also zwar in ihrem Zimmer, oder? Wo standen die Medikamente? Ja, die standen immer am Ende des Zimmers auf so einem Tisch.
aber so weit vom Bett weg, dass sie nicht dran konnte. Richtig. Haben Sie denn kontrolliert, ob die Frau Lechner wirklich alle Medikamente, die Sie ihr da hingerichtet haben, auch genommen hat? Nein. Es ist also durchaus möglich, dass die Angeklagte von den vorbereiteten Medikamenten einige Tabletten nicht geschluckt, sondern aufbewahrt hat. Ja. Und ich bin mir absolut sicher, dass es genau so war. Die Angeklagte hat einige der Medikamente an ihrem Bett gehortet und vorbereitet. Und am Tatabend hat sie diesen Medikamentencocktail gemischt und ihrem Mann ins Bier geschüttet. Aber ach, wenn ja, meine aber Mandantin das so gemacht haben soll, Frau Schrank, dann frage ich mich ganz ehrlich, wo dann eigentlich diese Weichkapselnhüllen geblieben sind. Denn in dem Bier, da war ja nur das Pulver aus den Kapseln. Das heißt, dann hätte man doch im Zimmer meiner Mandantin diese Weichkapseln finden müssen. Es wurden aber keine Weichkapseln gefunden. Na, Ihre Mandantin wird sie eben geschluckt haben, Herr Vorländer. Ha, ach so, ich fresse ja alles, ne? Ja, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, aber Sie haben das angedeutet. Ich bin doch blöd, das Zeug bleibt doch in den Hals stecken. Ich hätte mich doch selber wirkt damit. Ja, und außerdem hat meine Mandantin ja nun diese Tabletten nehmen müssen. Sie hat ja schließlich starke Beschwerden. Ja, eben. Ich brauche das für meine Gelenkschmerzen. Ohne diese Tabletten halte ich das doch den ganzen Tag nicht aus. Tino, bitte erklären, was mit den Tabletten auf sich hat. Ja, das stimmt schon. Also Frau Lechner hatte natürlich starke Schmerzen. Aber ich kann natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass sie nicht etwas abgezweigt hat, an Tagen zum Beispiel, wo es ihr besser ging. Möglicherweise haben Sie der Angeklagten ja auch noch ein paar zusätzliche Schmerzmittel besorgt. Nein. Gegen ein bestimmtes Trinkgeld zum Beispiel. Sowas würde ich nie machen, das habe ich der Polizei auch schon erklärt. Und bevor Sie mich jetzt noch mal danach fragen, ich habe ihr diese MS-Medikamente nicht besorgt. Ich weiß auch nicht, wie sie da rangekommen ist. Da habe ich mir nichts vorzuwerfen, zumindest nicht in diesem Punkt. In welchem Punkt denn dann? Dass ich nicht sensibel genug Frau Lechner zugehört habe. Das war mein Fehler. Was soll das heißen? Naja, einige Wochen vor der Tat hat mich Frau Lechner ziemlich gelöchert bezüglich der Medikamente. Also, welche Wirkung die haben, ob es irgendwelche Wechselwirkungen in Bezug mit anderen Dingen gibt. Oder ob es auch zu einer Überdosierung bei einer bestimmten Menge kommen kann. Ja, ich hab's vielleicht vergessen, hab ich nochmal gefragt. Ja, natürlich bin ich stutzig geworden. Ich habe mich natürlich gewundert. Aber jetzt ganz ehrlich, mein Alltag als Krankenpfleger ist so stressig. Ich stehe permanent unter Druck. Ich hatte nicht mal Gelegenheit, darüber genauer nachzudenken. Das klingt mir zu einfach. Es ist aber die Wahrheit. Meine Chefin sitzt mir mit Termindruck im Nacken. Aber ich schwöre Ihnen, nach dem Vorfall habe ich mir vorgenommen, in Zukunft genauer hinzusehen. Denn, wie gesagt, sowas möchte ich nicht noch mal erleben. Und ich lasse mich von niemandem stressen, egal von wem. Auch nicht von meiner Chefin. Das hoffe ich für Sie. Aber ich frage mich trotzdem, ob Sie an dem Tag nicht rein zufällig die Medikamente am Bett Ihrer Patientin haben stehen lassen. Nein, verdammt, ich habe die Schachteln weggeräumt, wie jeden Tag. Ich habe diese Schachteln auf den Tisch am Ende des Zimmers gestellt. Stopp, stopp, nein, nein, das stimmt nicht. Das haben Sie nicht getan. Was? Nein, Sie haben die Schachteln an diesem Tag nicht auf den braunen Tisch hinten am Ende des Raums gestellt. Das weiß ich. Das können Sie gar nicht wissen. Doch, sicher, ich weiß es. Und woher? Weiterhin müssen Sie die Wahrheit sagen? Ja, ich war doch schließlich da. Das ist doch der Tag, wo ich die Einkäufe gehabt habe. Und da war der Pfleger ja auch da bei Marlies und hat ihr die Medikamente gebracht. Ich habe ihr überhaupt nichts mitgebracht. Doch, sicher, ich habe es doch ganz genau gesehen. Moment, das war eine längliche blaue, das war eine gelbe, zwei weiße und eine rote Packung. Und die haben Sie nicht auf den Tisch an die Wand gestellt. Schauen Sie mal her, schauen Sie mal. Das sind ein paar so Schachteln. Waren das solche Schachteln? Ja. Die der Herr Lechner mitgebracht genau hat. So haben die ausgesehen. Und die weiße und vor allem die rote, die rot-weiße, die habe ich ganz genau gesehen. Bei der roten sind Sie sich sicher, dass die auch dabei war? Da bin ich mir absolut sicher. Denn ich frage das deswegen, in dieser roten Verpackung befand sich das Multiple Sklerose-Medikament. Und jetzt sagt die Zeugin gerade, Sie hätten ihr solch eine rote Schachtel am Tattag mitgebracht. Oder? Ich und genau dieses Multiple Sklerose-Medikament war Teil des Giftcocktails, Herr Fuchs. Medikament nicht besorgt. Sie haben es aber mitgebracht. Ich habe es doch gesehen, wie Sie es da hingelegt haben. Das stimmt nicht. Und für Sie war das aber ganz normal. Sie haben einfach gedacht, der bringt ihr Medikamente. Oder hat er sich auch irgendwie seltsam verhalten? Ich habe davon noch gar keine Ahnung, dass der da, ja, welche Medikamente der gebracht hat. Also sein Verhalten war aber völlig unauffällig. Nee, ich musste ja jetzt die ganze Zeit über den Abend nachdenken. Das fällt einem ja alles erst immer hinterher so ein. Weil ja, wenn ich was? Jetzt so darüber nachdenke, der hat sich total komisch verhalten. Aber alle beide. Inwiefern? Als ob das ein endgültiger Abschied irgendwie wird, so. Das ist doch totaler Quatsch, was Sie da erzählen. Nee, Moment, mir fällt's gleich ein. Das ist nicht totaler Quatsch gewesen. Wie haben Sie das noch mal gesagt? Na, da machen Sie es mal gut, Frau Lechner. Und sowas wie, ich bin mir sicher, dass Sie es ab jetzt dann besser haben werden. Und Marlies hat dann nur noch genickt und ihm auch noch ein schönes Leben gewünscht. So als würden die sich nie wiedersehen. Das so.
Das ist doch alles Schwachsinn, was Sie hier erzählen. Das ist überhaupt kein Schwachsinn. Das, so? Das fantasiert sich nur alles zusammen. Das stimmt nicht, das ist die Wahrheit. Ich frage mich natürlich schon, wieso Sie das mit den Medikamenten erst jetzt hier in der Hauptverhandlung erzählen. Ich habe bei der Polizei keinen Mensch danach gefragt. Und ich kann ja nicht wissen, dass der da irgendwas anderes erzählt bei der Polizei. Hauptsache ist jedenfalls, dass wir es jetzt wissen. Denn es bestätigt meine Vermutung, die ich von Anfang an hatte, dass Tino Fuchs, der Angeklagten, versucht hat zu helfen bei ihrem versuchten Mord an ihrem Ehemann. Nein! Und deswegen erkläre ich Sie jetzt für vorläufig festgenommen wegen Beihilfe zum Mord. Das können Sie doch nicht machen. Versuchten Mord. Natürlich kann ich das. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Ich bin doch selber verarscht worden. Was soll denn das heißen? Marlies hat mich total verarscht. Ich hatte doch keine Ahnung, was sie wirklich vorhat. Was hatte sie denn vor? Was hat sie Ihnen erzählt? Frau Lechner war schon seit einiger Zeit ziemlich depressiv. Wegen ihres Gewichts und weil sie natürlich nicht mehr aus dem Bett konnte. Für Monate, für Jahre nicht mehr. Sie wollte so nicht mehr. Sie wollte sich das nicht mehr mit ansehen. Und na ja, es hat ihr auch nichts geholfen. Keine OP, keine Diät, keine Therapie. Nichts hat gefruchtet. Sie wollte einfach nicht mehr. Und ich konnte sie verstehen. Was genau wollen Sie jetzt damit sagen? Marlies hat mich gebeten, ihr die Tabletten zu besorgen, damit sie ihrem Leben ein Ende setzen kann. Das ist ja wohl das Allerletzte. Als Krankenpfleger sollen Sie dafür sorgen, dass es Ihrem Patienten gut geht. Ganz und was langsam. Machen Sie? Soll das sie heißen, bringen jetzt sie um? Mal ganz ruhig und leise. Soll das heißen, dass Sie, der Frau Lechner, diese ganzen Medikamente besorgt haben, damit sie ihren Suizid begehen kann? Ja. Sie tat mir so leid. Entschuldigung, Sie sind ein Krankenpfleger. Ja? Sie wissen genau, was Ihre Pflichten sind. Sie wissen genau, dass das der falsche Weg ist. Sie hätten ja psychologische Hilfe besorgen können sollen. Ja? Und eine Situation kann noch so ausweglos wirken. Es gibt da immer einen Lichtblick, es gibt immer einen Weg raus, oder? Ich weiß, aber ich hatte das Gefühl, dass bei Marlies wirklich nichts mehr hilft. Und aber das ist unverantwortlich, oder? Ihnen ist doch klar, dass das ein eklatanter Missbrauch Ihrer Stellung als Pfleger ist. Ich weiß, aber ich lasse mir keine Beihilfe zum Mord hier anhängen. Marlies hat das Ganze anscheinend nur inszeniert und mir vorgespielt, damit sie an die Medikamente kommt, um ihren Mann zu vergiften. Ich hatte keine Ahnung, das müssen Sie mir glauben. Ich bin fast aus den Schuhen gekippt, als ich hörte, dass Marlies Mann fast gestorben wäre. Hat Ihnen die Angeklagte genau gesagt, welche Medikamente sie haben wollte? Ja, sie hatte sich aus dem Internet irgendeinen Giftcocktail heruntergezogen. Und wie sind Sie ohne Rezept an diese Medikamente gelangt? Das wollen Sie gar nicht wissen. Natürlich will ich das wissen. Ich sage es Ihnen aber nicht. Frau Lechner, jetzt haben Sie gehört, was er sagt. Hm? Stimmt das so? Was sagen Sie denn dazu? Na ja, mit Heulen werden Sie jetzt erstmal nicht weiterkommen. Hm? Sie müssen gar nichts dazu zu sagen. Dazu gar nichts sagen, nein. Müssen Sie auch nicht, Frau Lechner. Denn durch die Aussage von Herrn Fuchs sehe ich genau das bestätigt, was ich von Anfang an vermutet hatte. Sie haben Ihren Pfleger dazu gebracht, Ihnen die Medikamente zu besorgen, mit denen Sie Ihren Mann töten wollten. Und was soll das jetzt heißen? All das hat Frau Lechner nur aus Eifersucht gemacht, weil sie davon ausgegangen ist, dass ihr Mann sie mit Susanne Dennerlein betrügt. Und da wollte sie ihn einfach beseitigen. Sie wollte ihn nicht einer anderen Frau überlassen. Und deswegen hat sie diesen Medikamentencocktail zusammengemixt und in das Bier ihres Mannes gemixt. Am 14.11. Ich glaub das einfach nicht. Das darfst du auch nicht glauben, weil Mama es nicht getan hat. Mama, sag doch irgendwas. Sie haben also nichts mehr dazu zu sagen, oder wie? Gut, dann denke ich, können wir den Zeugen entlassen, oder? Und dann zum Ende der Beweisaufnahme kommen. Gut, dann bleiben Sie unbeweidigt. Nehmen Sie bitte mal hinten Platz. Und was soll das jetzt heißen? Naja, dass jetzt noch das BZR verlesen wird und wenn keine weiteren Beweisanträge mehr gestellt werden, dann kommen wir zum Ende der Beweisaufnahme, zum Plädoyer und dann zur Urteilsberatung. Und das heißt, meine Mama muss dann ins Gefängnis, nur wegen der Aussage von dem da? Da werden Sie sich noch bis zum Urteil gedulden müssen, ja? Wie wir uns dann entscheiden. Erstmal müssen wir beraten. Mama, sag doch irgendwas. Bringt nichts. Was bringt nichts? Sag es doch einfach, du bist unschuldig. Mir glaubt doch eh hier keiner. Das hat doch damit nichts zu tun. Du musst es versuchen oder willst du ins Gefängnis gehen? Ob ich im Gefängnis bin oder im Bett zu Hause, wo ist denn da der Unterschied? Das ist ein ganz großer Unterschied, weil du unschuldig bist. Sag irgendwas. Mama, du warst es nicht und das weiß ich. Und woher wissen Sie es? 55 StPO, Sie müssen sich und Angehörige nicht belasten. Ja, weil ich es war. Was? Nein, Stella, bitte. Ich musste doch irgendwas tun. Also doch, ich hab's von Anfang an gewusst. Du bist doch an allem schuld. Du hast Mama doch so fett gefüttert, du hattest doch Spaß daran. Das stimmt doch überhaupt nicht. Natürlich, wegen dir war sie lebensmüde.
Hör wirklich auf, Stella, bitte mach nicht dein Leben kaputt. Was, ich mach mein Leben nicht kaputt? Wegen dir wollte Mama sich umbringen. Alles um Gottes Willen, sag ihr, dass das nicht wahr ist. Das kann ich nicht. Das heißt, Sie wollten sich wirklich umbringen? Ja. Und wie haben Sie davon erfahren, Stella? Ja, ich habe auf Ihrem Laptop das Rezept für diesen Giftcocktail gesehen. Und ich konnte nichts tun. Sie wollte sich umbringen. Und ich musste ihr doch irgendwie helfen. Ich musste ihn aus dem Weg schaffen. Sie mussten ihn aus dem Weg schaffen. Was haben Sie da getan? Ich habe das Gift gemischt und habe es in seine Bierflasche abgefüllt. Es war doch quasi Notwehr. Mama hätte sich umgebracht. Bitte hör auf, bitte. Weitere Fragen? Keine Fragen, aber ich erkläre die Festnahme von Tino Fuchs für aufgehoben. Und Sie, Stella Lechner, erkläre ich für vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachtes auf versuchten Morde. Dann erstmal bleibt sie auch noch unvereidigt, genauso wie der Herr Fuchs unvereidigt bleibt und genauso wie die Frau Denderlein unvereidigt bleibt. Wir haben noch einen Bundesdatei-Registerauszug der Angeklagten, der ist ohne Eintragen, sind also bisher nicht vorbestraft. Weitere Erklärungen? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Frau Staatsanwältin, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, je mehr Marlies Lechner aß, desto mehr nahm ihr Lebenshunger ab. Und mit jedem Kilo Gewichtszunahme nahm ihre Lebensqualität und Selbstständigkeit ab, bis hin zu Selbstmordgedanken. Und selbst wenn Sie, Stella, Ihre Mutter retten wollten, und selbst wenn Rainer Lechner vorzuwerfen ist, dass er seine Ehefrau immer mehr in die Abhängigkeit und Hilflosigkeit gedrängt hat, bleibt doch ein Punkt festzuhalten. Marlies Lechner ist erwachsen und sie besitzt die geistige Fähigkeit, die Konsequenzen ihres Tuns oder Unterlassens selber abzuschätzen. Nur sie selber kann die Entscheidung fällen, sich aus ihrer Situation rauszubringen und zu befreien. Nur sie selber kann diesen Willen aufbringen. Und nachdem ihre Tochter dummerweise dieses Opfer für sie gebracht hat, sollten Sie das tatsächlich als Ansporn dafür nehmen, sich und Ihre Familie aus dieser hilflosen Situation zu befreien. Ich beantrage Freispruch. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, ich muss gerade angesichts dieser tragischen Situation an ein Lied von Xavier Naidoo denken. Das heißt, gib dich nicht auf. Gib dich nicht auf. In dieser verzweifelten Lage war ganz offensichtlich Stella Lechner, die ihre Mutter retten wollte und dabei eigentlich beinahe das Leben zweier anderer zerstört hat, nämlich das von Herrn Lechner, der diesen Mordanschlag überlebt hat. Und Frau Stella Lechner, Sie selbst haben sich jetzt bis auf Weiteres auch erstmal Ihr Leben eigentlich letztlich kaputt gemacht, weil Sie für viele Jahre ins Gefängnis müssen. Trotzdem, es gibt immer, und das hat der Herr Vorsitzende ja vorhin schon mal gesagt, Licht am Ende des Tunnels. Wir alle haben nur dieses eine Leben, machen wir das Beste draus. Nach schlechteren Zeiten kommen auch immer wieder gute Zeiten. Daran glaube ich jedenfalls. Und das möchte ich gerade auch für meine Mandantin sagen, für die ich wegen erwiesener Unschuld Freispruch beantrage. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Frau Lechner, als Angeklagte können Sie selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort, bevor das Urteil gesprochen wird. Stella, mein Kind, ich verspreche dir, dass ich abnehmen werde. Ich werde alles versuchen. Und wenn du wieder aus dem Gefängnis kommst, dann werde ich dich auf meinen eigenen Beinen abholen. Ich verschwöre es dir. Das ist doch mal ein Wort. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Marlies Lechner wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklagten trägt die Staatskasse. Es ergeht noch der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Potsdam vom 16.11.2011 wird aufgehoben. Nehmen Sie bitte Platz. Also nicht Sie wollten Ihren Ehemann loswerden. Sie haben ja mehrfach versichert, dass Sie ihn nach wie vor lieben. Ihre Tochter, die Ihren Ehemann dafür verantwortlich macht, für Ihren nicht gerade erfreulichen körperlichen, vor allem aber auch emotionalen Zustand. Sie wollte ihr Leben retten, hat sie gesagt, weil sie waren so weit, dass sie ihrem Leben selbst ein Ende setzen wollten. Jetzt sind alle am Leben, das ist das Erfreulichste an der ganzen Geschichte. Weniger erfreulich ist, dass nämlich ihre Tochter sich jetzt wegen versuchten Mordes wird verantworten müssen. Aber sie waren heute selbstverständlich freizusprechen. Gegen das Urteil kann allerdings noch innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Ja, ihrem Leben wollten sie ein Ende setzen. Mir schon klar, dass das Leben nicht so viel Freude macht, wenn man nur liegen kann. Jetzt habe ich mir allerdings das Gutachten über ihre Haftfähigkeit genau angesehen. Also Hauptursache ist ganz sicherlich nicht eine Stoffwechselkrankheit bei Ihnen. Ja? Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, wenn jemand ans Bett gefesselt ist wegen einer schweren Krankheit. Ich glaube, dann kann man sich damit abfinden, selbst wenn es unumkehrbar ist. Aber vielleicht ist ihre Stimmung und ihre Laune auch deswegen so schlecht, weil sie wissen, es ist eigentlich umkehrbar.
Und weil Sie erkennen, dass ein großer Grund dafür eigentlich auch die Willensschwäche ist. Das kennt doch eigentlich jeder. Da nimmt man sich vor, vernünftig zu sein und Willensstärke zu zeigen. Und wenn die Tafel Schokolade dann leer ist, dann fühlt man sich nicht nur körperlich schlecht, dann ist es vor allem eine Niederlage. Also mir geht es zumindest so. Ja? Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen laienpsychologisch, aber ich würde einfach sagen, Sie müssen raus aus dieser ich schaff's doch eh nicht oder was bringt schon ein bisschen Diät oder morgen fange ich an Mentalität. Ja? Da geht es Ihnen nicht anders als jedem anderen, der mit seinem Gewicht unzufrieden ist. Ja? Ihr Leben müssen Sie schon selbst retten. Das Bild, das der Herr Verteidiger gebraucht hat, ist dafür vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man durch einen Tunnel geht. Wenn man mal das erste Lichtlein am Ende des Tunnels sieht, ja, ab dem Moment läuft man mit Sicherheit nur noch in die richtige Richtung. Aber anfangen zu laufen, das müssten Sie schon mal. Für heute ist die Abfahrt geschlossen. Danke, Selov. Stella Lechner wurde wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 11 Jahren verurteilt. Tino Fuchs wurde wegen eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 40 €, also insgesamt 3.600 € verurteilt.